Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Ich habe wieder Bock, ein bisschen City Skylines zu spielen. Und deswegen nehme ich die ganze Grütze wieder auf. So, jetzt kommt wieder das alte Leid. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich zuletzt gemacht habe. Ach nee, eine Uni habe ich gebaut zuletzt. Das weiß ich nur, weil es auf dem Thumbnail ist. Aber ansonsten hier das Verkehrschaos wie immer, aber mehr ist hier erstmal nicht. Die Leute wollen auch nichts, oder doch? Es entwickelt sich eine gewisse Tendenz. Die Menschen wollen wieder Häuser haben. So. Irgendwas war. Irgendwas, was ich mir merken wollte letztes Mal. Ich glaube, wir haben das letzte Mal wieder einen Milestone geknackt und irgendwas ging da, was ich gerne ausprobieren. Ach nee, Quatsch. Ich kann eine neue Area kaufen und das werde ich jetzt tun. Wo bauen wir denn mal hin? Ja, ich kann jetzt diese Halbinsel hier weiter anbauen. Hier oben ist eigentlich nur Autobahn. Da ist jetzt nichts Spannendes. Also entweder ich baue hier unten weiter, dann kann ich die Industriezone weiter runterbauen. Oder ich baue hier oben weiter, dann kann ich Leute da wohnen lassen. Meine Erfahrung sagt mir, meine mittelmäßige Erfahrung, dass wir meistens mehr Wohnfläche brauchen als alles andere. Ich könnte natürlich auch hier oben, eine Brücke drüber bauen, beziehungsweise zwei Brücken hätte ich Platz für. Schwierig. Ach, ich glaube, ich nehme erstmal den hier. Nee. Kommando zurück, wir nehmen den da. Ah, nee, kann ich noch nicht kaufen. 11.400 kostet der nächste. Die sind ja echt gar nicht so teuer. Also hätte ich irgendwie schlimmer gedacht. Guck mal, jetzt haben wir mehr Platz. Wir sind schon an der Brücke dran. Und hier unten fehlen die Arbeiter. Juhu. Dann muss ich mir dafür jetzt eine Lösung überlegen. Ist das schon zu weit unten oder was? Ha. Egal was man macht es verkehrt in Cities. Am Ende meckern sie immer. So, das erste, was ich jetzt mache, ist einfach, weil ich es kann, hier einfach weiter. Denn das werde ich eh müssen, also kann ich es auch gleich machen. Ich könnte. Ah, Hilfe. Nein, wollte ich nicht. Ich will Baum. So. Baum. Ich baue hier einfach mal durch. Oh, shit. Schade. Dann später. Egal, wir brauchen eh Häuser gerade. So. So. Wie sieht's denn mit Strom aus? Unser ewiges Leid. Oh, Strom geht sogar mal. Ausnahmsweise. Was ist denn da los? Krass. Was können wir denn noch so alles anstellen mittlerweile? Wir können mit Öl Strom produzieren. Das will ich aber nicht. Hier, was mich interessiert, ist der da. Der macht nämlich ordentlich Saft da. Dauert aber leider noch ziemlich lange. Habe ich mal probiert, so ein Staudamm. Aber hat leider nicht sonderlich viel gebracht. Hier 1600 Megawatt, der hat zwar ziemlich viel Kapazität, aber dafür braucht man halt auch einen Fluss, der irgendwie eine richtige Strömung hat. Und hier ist, glaube ich, nicht so viel mit Strömung. Hier, Atombombe, wollte ich gerade sagen. Atomkraftwerk. Kann man natürlich auch machen. Aber, naja.
muss ja jetzt nicht sein, dass wir gleich nach dem Cities Skylines Let's Play ein Fallout Let's Play machen. Was ist das denn hier? Genau, Water Treatment Plant. Das würde ich demnächst sehr gerne machen. Aber dauert leider noch. Denn wir haben hier unten einen gewaltigen Kackestrom. Den wir uns auch mal angucken können eigentlich. Da! Guckt euch die Grütze mal an. Ich muss nicht mal Pollution anmachen und man sieht das schon. Ist ja furchtbar. Ach du Scheiße. Guckt euch das an. Oh, und hier sieht man noch die Kacke vom davor, als wir hier oben die Pollution hatten. Da. Hier ist jetzt nichts mehr, weil die Strömung es weggeschwemmt hat. Und boah. Average Ground Pollution sind immerhin nur 10%. Also, es könnte schlimmer sein. Machen wir das mal wieder aus. Jetzt denken wir weiter nach. Wie lösen wir dieses Problem? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist einfach so. Hier unten kommt irgendwie nichts hin. Oh, die haben keinen Strom. Ach, jetzt auf einmal reicht's nicht mehr. Die Logik muss ich auch nicht verstehen. So, wir haben ja gesagt, wir bauen die jetzt hier unten hin. 20 Megawatt. Ich hoffe, das löst das Problem. Oh doch. Hat ein bisschen was gebracht. Kann leider keine zweite bauen, sonst hätte ich gleich noch eine gebaut, aber da müssen wir halt warten. Jetzt ist hier natürlich sehr viel Leerstand. Das ist das Haus weg. 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 Ich gehe hier einmal rigoros durch, du. Müll wird auch nicht abgeholt. Hier ist gerade, geht alles unter. Wieso wird denn der Müll nicht abgeholt? Bleiben die ja auch im Kreisel stecken oder was? Da baue ich schon extra einen Riesenkreisel mit sechsspuriger Einbahnstraße und das reicht trotzdem nicht. Gott. Was würden wir uns in der Innenstadt freuen, wenn die Fahnenwalde eine sechsspurige Einstraße wäre? Einbahnstraße. Ich kann nicht reden heute. Aber wann konnte ich das denn auch schon mal? Okay, jetzt kommen die hier nicht runter oder wie? Warum auch immer. Das muss ich nicht verstehen. Guck mal, da ist schon wieder was. Oh shit, ich glaube, ich habe das falsch abgerissen. Wenn wir schon mal da sind, können wir uns das Ganze ja auch mal aus der Nähe angucken. Das ist laut hier. Apropos laut. Ich finde die Musik immer noch ziemlich laut. Ich werde das jetzt gerade erstmal. Ich habe sie ja schon einmal runtergedreht, aber das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Wir machen es jetzt mal auf 70. Und Music Volume auf 75. In der Hoffnung, dass das jetzt mal was bringt. Geht so. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, das bringt nicht viel. Hier, guck mal. Was für ein Ranz das hier alles ist. Weg. Weg. Tja, ihr habt es halt leider nicht geschafft. Tut mir leid. Kann nicht jeder den Weg zum Erfolg schaffen. Müssen auch welche scheitern. So, wir haben ein Müllproblem anscheinend. Dem Ganzen müssen wir mal entgegenwirken irgendwie. Landfill Usage. Wir könnten mal dringend noch eine, hier so eine. Recycling Center habe ich immer noch nicht gebaut, oder? Nicht, dass ich wüsste. Hier, nee, habe ich nicht gebaut. Natürlich könnte ich auch einfach noch eine Müllhalde bauen. Ja, vielleicht mache ich das einfach. Ich meine, warum denn auch nicht? Ich kriege ja ein Achievement, wenn ich, glaube, 7 Müllhalden voll habe oder so. Also, ballern wir das da einfach alles rein. Irgendwohin muss das ganze Zeug ja. Und wenn ich Geld habe, baue ich noch eine Verbrennungsanlage. Wie sieht's hier aus? Ganz okay. Hier oben könnte ich nochmal einen Arzt hinbauen. Quanta Costa Medical Clinic. Average Health. Was ist denn mit Cemetery Usage?
Capacity. Ach, wir haben noch gar kein Krematorium. Warum zeigt ihr mir das denn überhaupt an? Egal. Ich baue trotzdem noch einen Friedhof. Hier oben sieht es so aus, als ob sie einen gebrauchen können. Da, so. Guck mal, freut euch. Ist auch schön. Könnt ihr spazieren gehen. Ich nehme erstmal einen Schluck Wein. Ja. Ich bin ein bisschen ruhiger als letztes Mal irgendwie, aber ist auch schon Abend. Ich war schon unterwegs heute. Erstmal zu meiner Uni gekarrt und gewisse Formalien erledigt. Education. Okay. Well educated. Aber Uni ist noch nichts los irgendwie. Das muss erst langsam kommen. 600 könnten da reingehen. Graduated Citizens, 3%. Naja, das dauert halt immer seine Zeit. Ich habe zwei Highschools, die sind auch okay voll. Elementary geht auch. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Hier, Bus lasse ich erstmal auch. Für Metro müsste ich mir mal was überlegen. Habe ich noch Geld für einen Park? Habe ich noch. Dann baue ich, glaube ich, noch mal irgendwo einen hin. Hier drüben. Was ist denn hier? Hier mal sowas Großes. Direkt so ans Wasser? Was meint ihr? Ja, jetzt. Ein Wasserpark. Juhu. Und da steigen die Mieten. Das gibt Geld. Meh, 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 meh. So. Bauen wir hier einfach mal weiter. Ein bisschen Geld haben wir noch. Dann baue ich noch ein bisschen weiter. Wo baue ich mal hin? Komisch, dass auch irgendwie... Es wollen keine Geschäfte und keine Industrie hierher gerade. Das ist ein bisschen seltsam. Es wollen nur Leute hierher. Na gut. Wenn die das so wollen, dann bitte. Kann ich hier so... Ach so, scheiße. Ich bin schlau. Egal, dann baue ich hier so kleine Querstraßen irgendwie. Kann ich hier auch Brücke? Ich kann hier auch Brücke. Das ist ja interessant. So. Erstmal hier hinten idyllische Wohnung hinbauen. Ich hoffe, das reicht. Da brennt's. Juhu. Haben wir denn genug Feuer? Oh, nee. Feuer ist auch gerade wieder schlecht. Juhu. Da unten ist wieder alles leer. Boah! Alter Schwede. Okay, die große Abrissaktion, liebe Leute. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Juhu, juhu, juhu. Weg, weg. Ich müsste mal gucken, ob das daran liegt, dass wir schon zu schlaue Leute haben oder ob das daran liegt, dass die Leute hier nicht hinkommen. Das ist immer so ein bisschen tricky, das rauszufinden irgendwie. Du kannst es einfach manchmal nicht sehen. Oh, jetzt ist ja schon wieder ein Gebäude leer. Not enough workers. Uneducated. Ich glaube, die kommen hier nicht hin. 6 jobs available. Weil sonst hätten sie overeducated workers. Workers. Aber die sind einfach nur... Die kommen hier nicht her irgendwie. Warum auch immer. Das möchte ich nicht verstehen. Hier ist alles vollgestopft die ganze Zeit, aber da kommt irgendwie keiner runter. Das ist seltsam. Das passt nicht zusammen. Große Abrissaktion geht weiter. Ich bin nur mit Abreißen beschäftigt die ganze Zeit. Bis da hinten kommt immer noch kein Müll hin. Unsere große Hauptstraße ist auch schon wieder im Arsch. Yes. Ach du Scheiße.
so gut kenne ich mich mit dem Spiel dann auch nicht aus, dass ich ganz genau weiß, woran das liegt und sofort eine Lösung parat habe. Ah ja, das liegt am Nahverkehr oder keine Ahnung, was auch immer. Aber sorry, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber hier, die Staus sind besser geworden tatsächlich. Hat was gebracht, dass wir hier nicht ganz durchgezogen haben. Und wir haben nicht mal viel Platz dadurch verloren. Vielleicht sollte ich das an großen Hauptstraßen öfter so machen. Dass es dann vielleicht eine große Querstraße gibt und die gehen dann aber nicht auf alle Kreuzungen über. Das würde es vielleicht ein bisschen entzerren. Müll! Ich will, dass mein Müll abgeholt wird. Hör mich. Ja, ja. Aber ich will eigentlich euch keine Müllhalde mitten ins Wohngebiet bauen. You understand? Bisschen kurzsichtig von den Leuten. Ja, ich weiß, hier unten ist alles schon klar. Macht doch, was ihr wollt. Aber ich habe trotzdem noch Plus. Das ist schön. Ich gucke mir das hier irgendwie immer gerne mal an, wie weit wir hier sind. Wir haben schon 10% um den Eiffelturm. Eiffeltower will ich immer sagen. Eiffelturm heißt das Ding. Zu bekommen. Das dauert noch. Full Lifespans lived in the city. Komisch. Sind doch schon ein paar Leute gestorben. Ach nee, die haben aber keine Full Lifespan hier gelebt wahrscheinlich. Weil die ja erst hierher gezogen sind. Das dauert ja lange. Statue of Liberty 210.000. Da bin ich noch ein bisschen weit entfernt von. 15.000 ist auch, dauert lange. Was denn hier? Statue of Wealth. Requirement for Building Space Elevator. Hier, guck mal. Ich baue jetzt mal in die Shopping Zone die Statue of Wealth. Kommet und Schauhet. Passt doch super hier rein. Statue of Shopping passt da auch klasse rein. Plaza of the Dead. Das ist, wenn wir dann einen Friedhof gebaut haben. Anscheinend kriegt man die. Was ist hier alles? Fountain of Life and Death. Friendly Neighborhood Park. Hier gibt es ziemlich geile Sachen. Oh, Transport Tower kann ich auch schon bauen. Was ich schon alles bauen kann. Ich bin ja begeistert. Hier Space Elevator. Darauf müssen wir achten, dass wir die Sachen bauen um den Space Elevator. Mall of Moderation. Average Garbage Piling per Building. At least 25. Das heißt, wir müssen eine scheiß Müllabfuhr haben, um das hier zu kriegen. Okay. All taxes raised at most 4%. Okay. Sechs. Ach so, dann wenn alle sechs. Okay, gut. Das kann ich auch erst machen, wenn ich mir das leisten kann, den Shutter. Und das ist hier. Official Park. Der ist sehr offiziell, der Park. Much official very park. Ach du Scheiße. Oh nein. Das lese ich jetzt zum ersten Mal gerade. Wow. Much official. Very park. Such grass. Much tree. Wow. Oh Gott. Scheiße. Eden Project. Was das ist, weiß ich auch nicht. Das ist, klingt gut. Das will ich machen. Colossal Order. Weekly Education. Expenses 20.000. Ach so. Das ist auch, wenn wir eine Mega-Stadt haben. Business Park. So, so. Wie sieht's denn hier aus? Im Moment will irgendwie niemand was. Die wollen hier nicht wohnen. Die wollen keine... Die wollen nur wieder abgerissen werden anscheinend. In dem Modus hier kann ich wenigstens mal ordentlich sehen, welche Gebäude... Und trotzdem weiß ich die falschen ab. Das ist ja auch super. Okay. Ich hab's versucht. Müll! Doch ist er nicht ausgezogen. So schlimm kann's nicht sein. Was ist hier? Oppression Office. Oh, das sieht ja cool aus. Unemployment Rate over 50%. Das ist ja krass.
Ich will nicht mit Absicht scheiße sagen. Manu. City extracts a total of natural resources. People near and far come to enjoy the wonderful music. Shit. Okay, dafür müssen wir Öl oder Erze abbauen. Okay. Was ist hier eigentlich? Monuments dauert noch. Gut. Oppression Observatory. Abandoned buildings in the city. Aha. Frag mich, wie man das erreicht, weil die werden ja einfach irgendwann automatisch abgerissen. Grand Library. 7 Unis. Das kriegen wir mit der Zeit irgendwann hin. Science Center kann ich schon bauen. Oh, das ist ja cool. Construct free inner City Service Buildings. Ich frag mich, was City Service Buildings sind. Was zählt darunter? Also so Sachen wie Feuerwehr und Polizei kann ich mir denken, aber zählt ein Busbahnhof auch als City Service Building? Das ist irgendwie nicht so ganz klar formuliert. Guck mal hier, kann ich mir leisten. Kostet nur 20.000. Das ist ja billo. Ist ja gar nichts. Aquarium. 5.000 Kinder in der... Das kommt auch erst später. Das sind Sachen, die kann man leicht erreichen. Aber hier zum Beispiel absichtlich kacke sein und so viele Unemployments haben, ist gar nicht so easy. Da muss ich mir vielleicht mal was zu durchlesen. Bestimmt gibt es irgendwie einen Ratgeber oder sowas. Weil ich würde eigentlich echt gerne diese ganzen speziellen Gebäude alle haben. Ich habe mir hohe Ziele gesteckt, ich weiß. Aber ich will dieses Spiel einmal richtig spielen. So. Trade Shows. Expo Center kommt... Ja, habe ich schon, genau. Und dieses Mega-Gebäude, was einfach viel zu übertrieben ist. Hier kann ich noch nicht. Okay. Hier, Statue of Shopping. Ich glaube, die baue ich auch. Tada! Passt doch super hier rein. Was haben wir denn noch so? Elementary School wird der Platz wieder knapp. Oh, cool! Unsere ersten Uni-Absolventen sind fertig, gebacken. Crime Rate 6%. Es gab auch irgendwas, wo die Crime Rate auch kacke sein musste. Average Citizen Health under 20%. Under 20%, nicht over. Okay. Ja genau, das hier könnte noch was werden. Statue of Wealth. Habe ich hier jetzt eigentlich Poshmore? Ach nee, habe ich alles durchgeguckt. Fertig hier. Wir machen jetzt mal was anderes. Fragt sich nur was. Naja, guck mal, nur noch 1000. Dann sind wir schon beim nächsten Milestone wieder. Läuft gut. Läuft. Highschool ist auch schon fast voll. Uni ist noch gut. Aber wie gesagt, ich will das mal ausprobieren, dass wir nicht so mega viel, also dass wir vielleicht erst eine neue Schule bauen, wenn das schon im roten Bereich ist. Damit wir immer noch ein paar Leute haben, die nicht so schlau sind, denn die brauchen ja auch Arbeit. Ach nee, ich glaube, ich lasse die jetzt einfach mal stehen. Obwohl es waren irgendwie 1000 Gebäude, die wir brauchten, die leer sind, ne? Das erreichen wir eh nie. Vielleicht kann man sich das ja cheaten. Ich glaube, ich baue einfach noch mal ein paar Wohnungen, weil ich es kann. Denn irgendwie weiß ich eh gerade sonst nicht, was ich machen soll. Manchmal ist man einfach mit ein bisschen Warten beschäftigt hier. Viel mehr gibt es da nicht zu tun. Ja, guck mal. Jetzt wollen nämlich doch ein paar Leute hier wohnen. Habe ich es doch gesagt. Ich weiß es doch, Leute. Vertraut mir. So. Tix. Ja. Lassen wir das so. Ich mach mal ein bisschen schneller, ne? Vielleicht hilft das ja. Electricity. Oh, Flugzeug. Electricity ist okay.
Landfill Usage geht gerade auch noch. Wasser wird ein bisschen knapp demnächst. Vielleicht baue ich noch mal eine Zapfanlage, wollte ich gerade sagen. 2500 ist ja jetzt nicht so teuer. Hier. Damit wir da nicht in die Bredouille geraten, machen wir das doch gleich mal. Und Sewage brauchen wir leider auch. Das olde Kackerinnsal hier. Leider, leider. Das sieht echt furchtbar aus. Liebe Kinder, geht da nicht schwimmen. Oh, mein Handy meckert. Ist schon wieder soweit. Habe ich schon wieder geschafft, ja? Zeit abgelaufen. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ja. Kann ich die Folge ja gleich mal beenden. Ich gucke nochmal eben der obligatorische Check, ob wir noch irgendwas tun müssen. Elementary School, ja. Wie gesagt, wir lassen das erstmal so. Ich will das mal ausprobieren, ob das besser ist oder nicht. Transport. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wie ich das legen soll. Paar schicke Parks. Oh, ist da was voll? Ich wusste doch, es gibt bestimmt noch irgendwas zu tun. No more room. Lass mich mal gucken. Können wir uns denn... Ja, wie schön. Bauen wir uns ein wunderschönes... Wie nennt sich das? Eine wunderschöne Müllverbrennungsanlage. Ja. Oder lassen wir es erstmal so. Fenster zu. Und schauen zu, wie unsere Bürger im Verkehrschaos ersticken. Ach, schön. Lalilala. Die idyllischen Geräusche der Stadt. Kann ich noch ein bisschen näher? Verdammt, näher kann ich nicht. So, und mit diesem Getümmel verabschiede ich mich für diese Folge. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.